Ja, hallo liebe Werder-Fans, willkommen zum Wiesenhof-Expertentipp am 32. Spieltag. Ich bin Simon und ich versuche mal die Ergebnisse heute richtig zu tippen. Also das erste Spiel, Ingolstadt HSV. Ingolstadt ist ja schon abgestiegen für den HSV, da ist wieder jetzt im Aufstiegsrennen dabei. Deshalb sage ich, wird es ein 0:2. Das nächste Spiel, Darmstadt-Aue. Für Aue wird es auch sehr knapp. Darmstadt sehr gut oben dabei. Die haben auch ein bisschen leichteres Restprogramm. Deshalb wird Darmstadt gewinnen mit 3:0. Bei Heidenheim, Düsseldorf, die sind da beide durch. Aber trotzdem wird es, glaube ich, ein interessantes Spiel mit vielen Toren. Ein 2:2. Pauli, Nürnberg. Nürnberg letzte Woche verloren, deshalb sind die ein bisschen hinten dran für Pauli. Die sind auch voll dabei oben. Die müssen auch gewinnen, deshalb sage ich ein 3:1 für Pauli. Hannover KSC, ja, ich glaube Hannover gewinnt zu Hause gegen KSC, auch wenn es ein bisschen leid tut für Benny. 1:0. Sandhausen gegen Schalke, sehr schweres Spiel für Schalke. Sandhausen war echt in Form die letzten Spiele. Ich glaube, das wird ein Unentschieden. 1:1. Und Sandhausen natürlich wieder mit dem Standardtor. Dresden gegen Regensburg. Ja, Dresden, Relegationsplatz. Ich glaube, die holen einen Punkt gegen Regensburg. Es wird aber ein torloses 0:0. Und Rostock gegen Paderborn. Ja, nehmen wir unentschieden. 2:2, dann haben die Fans im Stadion auch was. Und natürlich unser Spiel, Freitagabend gegen Kiel. Wir haben jetzt gut vorgelegt gegen Schalke. Das Zimmer zu Hause auf jeden Fall mit den Fans in den Rücken. Und das wird ein 3:1. Ja, das war mein Expertentipp. So. Und ja, liebe Werder-Fans, das sind meine Tipps. Und jetzt bin ich gespannt, was ihr tippt.